Vielleicht noch wichtiger zu wissen, wie die eigenen Boxen klingen, ist es zu wissen, wie der eigene Raum klingt. Ja, du hast richtig gehört, der Raum kann klingen. Es gibt verschiedene Frequenzüberlagerungen, sogenannte Raummoden im Raum, die dazu führen können, dass du dich speziell im Bassbereich an deiner Abhörposition komplett verschätzt. Vielleicht kommt dir das bekannt vor, dass du einen fetten Bass gemischt hast, sitzt im Auto, möchtest deinen Song abhören und der Bass funktioniert überhaupt gar nicht. Das kann durchaus daran liegen, dass es genau an deiner Abhörposition Frequenzüberlagerungen gibt, die dazu führen, dass du den Bass einfach an der Abhörposition falsch einschätzt. Wie du das in Zukunft vermeiden kannst, mit Hilfe von so einem günstigen Messmikrofon, die es schon ab 35 Euro gibt und einer kostenlosen Software, das verrate ich dir heute und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's mit dem Adventkalender. Mit freundlicher Unterstützung vom Music Store Professional. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog Adventskalender 2020. Und vielleicht kommt dir das ja bekannt vor. Du sitzt vor deinem Rechner, machst einen richtig fetten Mix, der Bass drückt so richtig gut und dann nimmst du den Mix auf dem Stick mit ins Auto und stellst fest, der Bass kommt hier überhaupt gar nicht so rüber, wie ich den zu Hause gehört habe. Entweder er ist komplett fett und überbetont oder er ist sehr unterbetont und setzt sich überhaupt gar nicht durch. Was ist passiert? Naja, du sitzt an deiner Abhörposition, wie ich zum Beispiel hier normalerweise vor meinen Boxen und dein Raum hat ja bestimmte Gegebenheiten. Der Klang aus deinen Boxen, der geht aber ja nicht nur bis zu deinen Ohren, der geht ja auch auf die Rückseite vom Raum, kommt von da aus wieder zurück und speziell bei Bassfrequenzen, die sehr lange Schallwellen haben, kann es durchaus passieren, dass sich diese Schallwellen, die zurückkommen, an dieser Stelle hier überlagern, da wo du sitzt. Überlagern sich zwei positive Wellen, dann hörst du den Bass doppelt so laut, wie er eigentlich ist. Überlagern sich eine positive und eine negative Welle, dann löschen sie sich gegenseitig aus. Mit anderen Worten, du kannst an dieser Stelle durchaus Gefahr laufen, dass du einen Frequenzbereich gar nicht hörst oder doppelt so laut hörst. Gut wäre es doch, wenn man herausfinden könnte, was denn tatsächlich Fakt ist an der Stelle, wo du sitzt. Und zu dem Zweck habe ich mir ein Messmikrofon besorgt, und zwar so eins hier. Die gibt es schon ab 35 Euro im Netz. Die gibt es einmal mit XLR-Anschluss, kannst du direkt an dein Interface anschließen oder mit USB-Anschluss. Das kannst du dann direkt an den USB-Anschluss anklemmen. Und die sind sehr praktisch, weil die müssen jetzt nicht hochqualitative, irgendwie super-duper Messmikrofone sein, sondern es geht darum, dass die dir zumindest einen Anhaltspunkt geben können. Und das geht, wie gesagt, schon ab 35 Euro locker. Das andere, was du dafür noch brauchst, ist eine kostenlose Software und ich benutze dafür den Room EQ Wizard. Dies hier wird jetzt kein Tutorial, wie man den Room EQ Wizard, den REW, bedient, denn dafür gibt es schon genügend Quellen im Internet, wo das schon mal ausführlich erklärt worden ist. Ich möchte dir heute einfach nur zeigen, wie ich mit zwei Messungen herausfinden konnte, wo bei mir die perfekte Abhörposition ist. Wobei ich dazu sagen muss, es waren natürlich nicht zwei Messungen, sondern ich habe jede Menge Messungen gemacht, einen ganzen Nachmittag habe ich gemessen, wo denn wohl die beste Abhörposition ist und war vom Ergebnis tatsächlich sehr überrascht. Ich nehme dich jetzt mal mit zu den zwei entscheidenden Messungen. Die machen wir jetzt mal zusammen. Zu dem Zweck habe ich hier ein USB-Messmikrofon aufgestellt, habe das schon mit dem Room EQ Wizard da hinten verbunden und wir machen jetzt mal die erste Testposition. Das ist nämlich die Stelle, wo ich normalerweise beim Mixen sitze, an meinem Schreibtisch. Wie gesagt, Schreibtisch kann ich nicht verrücken an der Stelle. Mir fehlt einfach die Fantasie, wo ich ihn hier hinstellen sollte, aber das ist nun einfach so. Also machen wir mal eine Testmessung. Der Room EQ Wizard ist also schon scharf gestaltet und wir gucken jetzt einfach mal, wie es an meiner Abhörposition, an meiner Standardabhörposition eigentlich klingt. Also, los geht's. Oha. Wie du schon sehen kannst hier, ich spreche mal in diese Kamera hier rein, wie du hier schon sehen kannst, habe ich hier eine riesige Raummode an der Stelle. Mit anderen Worten, hier ungefähr bei 74 Hertz habe ich ein Loch im Frequenzgang, was dazu führt, wenn ich an dieser Stelle sitze und Bass abmischen möchte, dann habe ich keine Chance. Ich werde ihn an der Stelle nicht hören. Egal wie fest ich ihn reindrehe, er wird sich an dieser Stelle immer überlagern. Mit anderen Worten, ich habe genau das, was ich gerade erzählt habe. Der Bass würde in diesem Fall viel zu fett werden und ich kann noch nicht mal was dafür, weil was ich nicht höre, kann ich natürlich auch nicht mischen. Jetzt habe ich noch eine weitere Messung für dich vorbereitet und wir gucken mal, was genau dann passiert, wenn ich meine Sitzposition nur 20 cm nach hinten verlagere. Das wird sehr spannend. Ich verschiebe mal das Mikrofon genau um 20 cm und das machen wir jetzt mal hier unten. Ich weiß nicht, ob du das genau sehen kannst hier. So, schieb das also jetzt genau 20 cm nach hinten. Ungefähr hier. Nochmal Mikrofon ausrichten und dann gucken wir mal. So, und jetzt machen wir mal die nächste Mischung, die nächste Messung an dieser Stelle und ich bin mal gespannt, was dabei herauskommt. Also, drücken wir nochmal auf Measure für Messen und dann starten wir mal die nächste Messung. Los geht's.
Ui. Das ist aber wirklich dramatisch. Guck mal hier, die rote Linie ist die ursprüngliche Messung hier mit der Raummode und nur 20 cm dahinter, ich mach mal die erste Messung aus, nur 20 cm dahinter siehst du, dass sich die Schwankungen im Bassbereich nur noch im Bereich von 2 bis 4 Dezibel hier abspielen und bei weitem nicht mehr so stark sind. Ich habe noch nicht mal mehr ein Loch hier bei den 74 Hertz. Mit anderen Worten, ich kann an dieser Position 20 cm weiter hinten meinen Bassbereich durchaus besser einschätzen und dafür sorgen, dass er dann auch wirklich so rüberkommt, wie ich ihn gehört habe. Mit anderen Worten, ich möchte dich motivieren, dir den Room EQ Wizard runterzuladen, dir ein günstiges Messmikrofon zu besorgen und einfach mal in deinem Raum zu messen, wo kannst du denn am verlässlichsten deinen Bassbereich beurteilen. Du kannst alle anderen Frequenzbereiche natürlich dir auch anschauen und das Thema Raumakustik soll heute mal nicht hier thematisiert werden, denn das ist ein Fass ohne Boden. Ich habe ja auch schon einiges gemacht, aber diese Raummode habe ich einfach nicht weggekriegt. Mit anderen Worten, ich musste auf der anderen Seite nur ganz simpel und ohne zusätzliche Kosten meine Sitzposition um 20 cm nach hinten verlagern und schon kann ich verlässlich meinen Bassbereich einschätzen. Ich hoffe, das gibt dir ein bisschen Inspiration, das mal auszuprobieren. Besorg dir ein günstiges Messmikrofon und krieg mal einfach heraus, wie es in deinem Raum so klingt. Und ich bin sicher, dass du demnächst deinen Bassbereich deutlich zielsicherer abmischen kannst. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und vor allem viel Erfolg. Schreib mir bitte deine Ergebnisse, deine Erfolge hoffentlich dann auch unten in die Kommentare. Denn jeder Kommentar nimmt ja auch am Gewinnspiel teil. Man kann ja einige schöne Sachen gewinnen. Falls du nicht weißt, was man da gewinnen kann, kann ich dir hier oben nochmal ein Video einblenden. Und wir sehen uns dann morgen zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!